Ihr werdet nicht glauben, was für ein Machwerk der YouTube-Algorithmus mir vor kurzem zutrug. Und ja, die Öffentlich-Rechtlichen haben es schon wieder getan. Das ZDF-Format Zoom In publizierte ein Video, in dem die gesetzliche Rente schlecht geredet und für eine kapitalgedeckte Altersvorsorge geworben wird. Aber gut, gucken wir uns das einfach mal an. Um zu verstehen, warum es dringend eine Rentenreform braucht, habe ich mir erstmal einen Überblick über unser jetziges System verschafft. Warum braucht es eine Rentenreform? Unser Rentensystem basiert auf drei Säulen: die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche und die private Altersvorsorge. Die gesetzliche Rentenversicherung ist die stärkste Säule oder sollte es sein. Als sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmerin zahlt man selbst und der Arbeitgeber in die Rentenkasse ein. Der Staat gibt Geld dazu und die jetzigen RentnerInnen bekommen aus diesem Topf ihre Rente. Das heißt, die Jüngeren finanzieren die Rente der Alten. Das ist das sogenannte Umlageverfahren, auch bekannt als Generationenvertrag. Aktuell sieht es für meine Generation so aus, dass wir ab dem 67. Lebensjahr in Rente gehen können und dann 48% des letzten Gehalts aus der gesetzlichen Rentenkasse bekommen sollen. Diese Beschreibung ist soweit richtig. Die Ampel beschloss vor kurzem, das Renteneintrittsalter nicht anzuheben und das Rentenniveau bei 48% zu fixieren. Denn genau dieser Generationenvertrag, der ist in Gefahr. Denn es gibt immer weniger junge Menschen, die für die vielen RentnerInnen einzahlen. Dazu kommt, die Lebenserwartung steigt. Also Menschen sind länger auf ihre Rente angewiesen. Schon jetzt lässt sich absehen, dass dieses System wahrscheinlich bald kollabiert. Und das ist wieder die gleiche Lüge, die wir schon bei Mr. Wissen2Go sahen. Keiner prognostiziert, dass dieses System kollabieren wird. Ich kann ja nur auf das Gutachten des wissenschaftlichen Beirates des Wirtschaftsministeriums verweisen. Dort wird ausgerechnet, dass eine Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48% nur rund 20% des Bundeshaushalts kosten würde. Das sind ungefähr 2% des Bruttoinlandsproduktes. Eine Stabilisierung sowohl des Rentenniveaus als auch des Renteneintrittsalters sind also problemlos möglich. Auf dieses Gutachten werden wir übrigens im späteren Verlauf dieses Videos noch zu sprechen kommen. 1962 ging man davon aus, dass 6 Beitragszahler eine Rentnerin finanzieren. 2050 werden es 1,3 Beitragszahler pro Rentnerin sein. Die möglichen düsteren Folgen: Altersarmut und ein Rentnerleben am Existenzminimum, obwohl man 40 Jahre lang gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt hat. Damit das nicht passiert, sagen einige ExpertInnen, wir werden weniger Rente bekommen, wir müssen jetzt schon mehr einzahlen oder aber länger arbeiten und länger einzahlen. Weder das eine noch das andere ist nötig. Ich verweise da schon wieder auf das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates des Wirtschaftsministeriums. Der hat ganz klar ausgerechnet, dass sich das ohne Probleme finanzieren ließe, wenn man es denn wollte. Der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums schlägt zum Beispiel vor, dass wir das Renteneintrittsalter um ein Jahr erhöhen. Und zwar ab 2042 von 67 auf 68. Als Grund gibt das Gremium an, dass wir ja auch länger leben, also die Lebenserwartung ja auch steigt. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Was haben die Experten denn wirklich ausgerechnet? Zum einen, dass es vielleicht 2% der deutschen Wirtschaftsleistung, also rund 20% unseres Bundeshaushalts, kosten würde, das Rentenniveau bei 48% und die Beitragssätze bei 22% zu fixieren. Also nicht sonderlich viel. Das wäre problemlos zu finanzieren. Und andererseits ergaben die Berechnungen, dass sowohl Beitragssätze als auch Rentenniveau nur um einen Prozentpunkt höher bzw. niedriger wären, wenn wir das Renteneintrittsalter auf 68 Jahre anheben. Es würde also fast nichts bringen. Genau das ergaben diese Berechnungen. Dass die Schlussfolgerungen in solch krassem Kontrast zu den Berechnungen stehen, ließe sich vielleicht damit erklären, dass die Berechnungen von anderen Wissenschaftlern durchgeführt wurden als die Berechnungen. Oder, und das erschiene mir jetzt wesentlich evidenter, dass die Schlussfolgerungen aus Gründen der politischen Opportunität manipuliert wurden. Das damals CDU-geführte Wirtschaftsministerium hatte ja bestimmt politische Interessen, als es dieses Gutachten in Auftrag gab. Und manche Wissenschaftler lassen sich halt von solchen politischen Interessen beeinflussen. Und böse Zungen sagen ja auch, dass das bei manchen Journalisten der Fall sei. Jetzt könnte man denken, die neue Regierung, die folgt den Empfehlungen der ExpertInnen.
tut sie aber nicht. Sie will, dass es bei der Rente ab 67 bleibt. Wie soll ich diesen Abschnitt denn jetzt hier verstehen? Es wird so dargestellt, als ob diese ExpertInnen neutrale Vertreter der Wirtschaftswissenschaften wären. Alle Mitglieder dieses wissenschaftlichen Beirates werden vom Wirtschaftsminister ernannt und abberufen. Das heißt, es sind komplett politisch abhängige ExpertInnen und keine unabhängigen. Es wird keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben. Wie will die Ampel das schaffen? Die Koalition hat sich vorgenommen, und ich lese das jetzt ab, weil es klingt ein bisschen kompliziert, in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung einzusteigen. Was bedeutet denn das? Ein Teil der eingezahlten Rentenbeiträge soll am Kapitalmarkt angelegt, statt direkt an die jetzigen RentnerInnen weitergegeben zu werden. Moment mal, so weit sind wir zum Glück noch nicht. Ich zitiere mal aus dem Koalitionsvertrag weiter. Diese teilweise Kapitaldeckung soll als dauerhafter Fonds von einer unabhängigen öffentlich-rechtlichen Stelle professionell verwaltet werden und global anlegen. Dazu werden wir in einem ersten Schritt der deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 aus Haushaltsmitteln einen Kapitalstock von 10 Milliarden Euro zuführen. Das bedeutet nur, dass Deutschland im Jahr 2022 10 Milliarden Euro zusätzliche Schulden aufnehmen wird und die dann an den Finanzmärkten anlegen wird. Das bedeutet nicht, dass unsere Rentenbeiträge da angelegt werden. Die FDP hat durch die Institutionalisierung der Aktienrente jetzt einen Punktsieg errungen. Sie hat es noch nicht geschafft, unsere Rentenbeiträge für diesen Unsinn zu verwenden. Das ist natürlich das finite Ziel der FDP. Das will sie endgültig herbeiführen, aber das hat sie noch nicht geschafft. Und dies bedeutet auch, dass das nicht schon beschlossene Sache sei, wie der Beitrag hier suggeriert, sondern dass wir diesen Unsinn immer noch stoppen können. Es soll einen Fonds geben, der von einer unabhängigen, öffentlich-rechtlichen Stelle verwaltet wird und global anlegt. Und die deutsche Rentenversicherung soll auch ihre Reserven in Aktienfonds anlegen dürfen. Für diese Reform will die Ampel 10 Milliarden Euro bereitstellen. Das Ziel: das Rentenniveau halten und das Renteneintrittsalter sichern. Ich ordne das mal ein. 10 Milliarden Euro sind weniger als 0,3% der deutschen Wirtschaftsleistung. Diese lächerlich geringe Summe kann keinen Beitrag zur dauerhaften Rentenfinanzierung leisten. Das ist einzig und allein der Institutionalisierung der Aktienrente gedacht. Es leistet noch keine Anschubfinanzierung, es leistet überhaupt nichts. Es geht nur darum, dass wir diesen Aktienfonds haben, damit die FDP in späteren Koalitionen einmal weitergehen kann. Es ist nur eine strategische politische Maßnahme. Das hat noch keine wirtschaftliche Relevanz. Es ist wirklich absurd zu glauben, dass weniger als 0,3% des deutschen Bruttoinlandsprodukts irgendwas an den Verhältnissen der Rentenfinanzierung ändern könnten. Das können sie nicht. Aber überlegen wir mal grundsätzlich, könnte eine kapitalgedeckte Altersvorsorge unsere Rente sichern, wenn wir da mehr Geld reinstecken würden? Und da ist die Antwort auch ganz klar. Nein, die Rente wird immer von den aktuellen Arbeitnehmern finanziert. Immer. Es gibt keine andere Möglichkeit der Finanzierung. Da habe ich schon so oft drauf hingewiesen. Guckt euch einfach mein Video zur Aktienrente an. Da gehe ich auch verschiedenste Szenarien durch und komme zu dem Schluss, dass es wirklich kein realistisches Szenario gibt, in dem Aktien irgendeinen Beitrag zur Alterssicherung leisten könnten. In Schweden gibt es dieses Modell schon. Die Menschen dort zahlen 2,5% ihres monatlichen Bruttogehalts in einen Aktienfonds ein, in einen privaten oder in einen staatlichen. Und das funktioniert. In den vergangenen 10 Jahren schaffte der staatliche Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von mehr als 14%. Ich frage mich, kann das auch in Deutschland funktionieren? Um diese Frage beantworten zu können, sollten wir uns vielleicht mal die sektoralen Salden in Deutschland anschauen. Die privaten Haushalte sparen pro Jahr ungefähr 5% des Bruttoinlandsprodukts. Die Unternehmen ungefähr 2%. Der Staat ist auch Nettosparer. Nur das Ausland sorgt überhaupt dafür, dass wir in Deutschland Wachstum haben. Die Aktienrente würde die Sparquote der privaten Haushalte weiter erhöhen. Wenn wir also weiterhin unser Wachstum halten wollten, dann müssten wir entweder unsere Außenhandelsüberschüsse steigern, was, wie ich in diesem Video hier gezeigt habe, keine sonderlich gute Option wäre, oder der Staat müsste sich verschulden.
Und genau darauf liefe besagtes schwedisches Modell bei einer Einführung in Deutschland hinaus. Wir würden Geld drucken und das dann an den internationalen Finanzmärkten investieren. Es gibt zwei Fragen, die ich den Befürwortern der Aktienrente stellen möchte und die Sie hier gerne in den Kommentaren beantworten können. Erstens, glaubt ihr wirklich, dass man durch Gelddrucken unsere Rente finanzieren kann? Zweitens, gibt es einen Grund, den Umweg über die Aktienmärkte zu gehen, der nicht auf die Bedienung von Kapitalinteressen hinausliefe? Wenn ihr beide Fragen zufriedenstellend beantworten könntet und mir das im Kommentarbereich mitteiltet, dann würdet ihr mich davon überzeugen, dass die Aktienrente eine gute Idee sei. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass euch das gelingen wird. Aber kehren wir zurück zum ZDF-Beitrag. Die Alternative wäre, den Steuerzuschuss von Jahr zu Jahr zu erhöhen. Und die Frage ist, wo soll das Steuergeld herkommen? Und insofern war das klar, dass der Status quo nur Rentenversicherungsbeiträge und Steuerzuschuss alleine nicht ausreichen wird und wir da gerne eine langfristige Komponente reinhaben wollen und deswegen der Blick auf globale Aktienmärkte sozusagen der richtige ist. Dennis Bonhoeft war für die FDP bei den Koalitionsverhandlungen zu dem Thema dabei. Er sagt, langfristige Investitionen am Kapitalmarkt sind vielversprechend. Es ist also keine Zockerei. Er sagt aber auch, das Rentenproblem sei damit längst nicht gelöst. Wir reden jetzt von 4 Jahre Regierungszeit und bei Ihnen haben wir jetzt noch fast 40 Jahre Zeit, bis Sie in die wohlverdiente Rente gehen werden. Da passiert noch so viel in Deutschland, dass es Tatsache, jeder, der sich jetzt hinstellt und Ihnen und mir verspricht, die Rente ist zu 100% sicher, das ist sowas von unseriös. Nein, eine Lüge wird nicht wahrer, nur weil man sie immer wieder wiederholt. Die Rente war sicher, sie ist sicher und sie bleibt sicher. Es wäre überhaupt kein Problem, das Rentenniveau, die Rentenbeiträge und das Renteneintrittsalter abzusichern. Ich habe euch das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats des Wirtschaftsministeriums ja schon gezeigt. Jeder, der behauptet, dass eine Kapitaldeckung die Altersvorsorge sicherer machte, der ist unseriös. Wenn man unsere immer älter werdende Bevölkerung, also die Demografie, als Problem für die Rentenfinanzierung ansähe, dann müsste man folgende Wahrheit konstatieren. Es gibt keine demografiefeste Rente. Wenn man also ehrlich wäre, dann müsste man für eine Erhöhung des Renteneintrittsalters oder eine allgemein längere Arbeitszeit plädieren. Doch wir kennen unsere FDP ja. So ehrlich ist sie natürlich nicht. Warum auch? Man könnte ja schließlich Wählerstimmen verlieren. Der Ökonom Marcel Fratscher findet, unser Rentensystem braucht noch mehr Reformen als nur die Aktienrente. Der Vorschlag der Aktienrente ist gut, weil das, was Menschen in die gesetzliche Rente einzahlen, dann eben sich vermehrt, also eine Rendite erwirtschaftet. Aber wir sehen, auch ein abgeschlossenes Ökonomiestudium und jahrelange wissenschaftliche Tätigkeit scheinen einen nicht vor Dummheit zu schützen. Nun ja, es ist ein wirklich absurdes Verständnis von Kapitalmärkten, was Fratschner hier offenbart. Es scheint fast so, als seien sie in dieser Erzählung ein magischer Topf, in den man Geld reinwirft und es dann nach ein paar Jahrzehnten mit hoher Rendite wieder herausholt. Aber dem ist mitnichten so. Geld, was an den Finanzmärkten angelegt wird, fehlt der realen Wirtschaft. Das bedeutet, dass wenn die privaten Haushalte ihre Sparquote noch weiter erhöhten, dass der Staat dann noch mehr Schulden machen müsste. Und da gilt genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn jemand glaubt, dass wir unsere Rente wirklich dadurch finanzieren könnten, dass wir Geld druckten, wieso sollten wir dann den Umweg über die Aktienmärkte gehen? Wieso drucken wir nicht einfach Geld und geben es den Rentnern direkt? Wieso müssen wir Aktien kaufen? Ich verstehe es nicht. Wer eine Antwort auf diese Frage hat, der erkläre es mir bitte in den Kommentaren. Aber es reicht nicht, weil die drei wichtigsten Stellschrauben nicht adressiert sind. Die drei wichtigsten Stellschrauben sind das Renteneintrittsalter, das eigentlich an die Lebenserwartung gekoppelt werden muss. Wieso zum Teufel sollte man das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln? Der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums hat doch ganz klar ausgerechnet, dass das wenig brächte und dass eine Stabilisierung des Rentenniveaus problemlos möglich wäre. Zudem ist das Problem, das wir in Deutschland haben, ja nicht, dass es ein zu geringes Angebot an Arbeitskräften gäbe. Das Problem ist, dass es eine zu geringe Nachfrage nach Arbeitskräften gibt.
Wir hatten in den letzten 20 Jahren durchgängig mehr als 2 Millionen Arbeitslose. Und solange diese Menschen noch nicht in Arbeit gekommen sind, bewirkt die Erhöhung des Renteneintrittsalters höchstens eines, nämlich dass die Löhne sinken. Wer also solch eine Erhöhung fordert, der bedient einzig und allein die Interessen der Unternehmer und trägt nichts zur Sicherung der Renten bei. Das Zweite ist, dass mehr Menschen gute Arbeit haben mit guten Löhnen. Und das Dritte ist, dass wir nach wie vor ein Rentensystem haben, das von unten nach oben, von arm zu reich umverteilt. Also gerade für Menschen mit geringem Lebenseinkommen vorne und hinten nicht reicht. Und solange diese drei Probleme nicht adressiert werden, wird man die gesetzliche Rente in Deutschland nicht wirklich auf nachhaltige Füße stellen können. Also wer hier jetzt nicht mehr mitkommt, dem sei auf jeden Fall verziehen. Gute Arbeit und gute Löhne mögen zwar schöne Forderungen sein, aber was hat das jetzt genau mit dem Rentensystem zu tun? Das sind zwar zwei Dinge, die man unbedingt umsetzen müsste, aber die mit der Diskussion jetzt primär nichts zu tun haben. Und eine Umverteilung von oben nach unten ist nicht die Aufgabe des Rentensystems. Das Rentensystem soll einerseits den Lebensstandard sichern und andererseits Altersarmut verhindern. Das heißt, die ihr ganzes Arbeitsleben lang arm waren, sie sollten dann wenigstens im Alter nicht in Armut leben müssen. Das sind die Aufgaben des Rentensystems, aber nicht Umverteilung. Und selbst wenn man diese zwei Dinge über den Umweg des Rentensystems erreichen wollte, dann müsste man etwas vorschlagen, was dafür sorgt. Beispielsweise progressive Rentenbeiträge oder die Finanzierung der Renten über die Einkommenssteuer, aber da kommt von Fratschner nichts. Er wirft einfach irgendwelche Punkte, die gut klingen, in den Raum, lässt darauf aber keine konkreten Maßnahmen folgen. Was soll das? Also entweder das ZDF hat diesen Beitrag hier so manipulativ zusammengeschnitten, dass Fratschner in ein schlechtes Licht gerückt wird. Man hat hier wirklich das Gefühl, es redete ein Politiker und kein Ökonom. Oder Fratschner redet wirklich wie ein Politiker und will einfach nur beim Wahlvolk gut ankommen. Aus welchem Grund auch immer. Auf jeden Fall ergibt das, was er gesagt hat, so wie er es gesagt hat, überhaupt keinen Sinn. Im ersten Ausschnitt zeigt er, dass er keine Ahnung von Finanzmärkten hat. Im zweiten Ausschnitt bedient er Kapitalinteressen. Und im dritten Ausschnitt nennt er Sachen, die vielleicht für die Arbeitnehmer ganz gut wären, die aber primär nichts mit der Rentendiskussion zu tun haben. Verena Bentele steht dem größten Sozialverband in Deutschland vor. Und der setzt sich für einen starken Sozialstaat ein. Das Problem, das ich eben sehe, ist ganz klar, der Staat muss dann eben auch alle Schwankungen natürlich mitmachen. Nein, das ist nebensächlich. Wenn die Börse runtergeht, muss man den Menschen vielleicht sagen, oh sorry, du kriegst jetzt 50 oder 100 Euro weniger Rente. Für jemanden mit wenig Rente sind 50 oder 100 Euro richtig viel. Zweites Problem ist aber auch, dass der Staat natürlich dann zum Zocker wird am Kapitalmarkt und natürlich auch in Produkte anlegen muss, die vielleicht eben nicht nachhaltig sind. Und damit lassen wir dann eben andere dafür zahlen, dass wir eine gute Rendite machen weltweit. Und das kann es eben auch nicht sein. Also das stimmt jetzt nicht so ganz. Ein Staat könnte nämlich, wenn er denn eine Aktienrente auflegte, eigentlich seine Investitionen frei wählen. Es ließe sich durchaus festlegen, ob man das Geld beispielsweise in Waffen oder in fossile Energieträger investieren wollte oder nicht. Aber das sind auch gar nicht die zentralen Punkte, die hier angesprochen werden. Die zentralen Punkte, die dagegen sprechen, die werden überhaupt nicht thematisiert. Zentral ist nämlich, dass eine Kapitaldeckung keinen Beitrag zur Finanzierung der Renten leisten kann. Eine demografiefeste Altersvorsorge ist ein Oxymoron und wird es auch immer bleiben. So etwas gibt es nicht. Der Sozialverband plädiert dafür, das jetzige Umlagesystem zu stärken und schlägt vor, dass alle Erwerbstätige, auch Beamte, PolitikerInnen und Selbstständige, in eine gemeinsame Rentenkasse einzahlen. So könne es für alle eine gerechtere Rente geben. Danke, der erste vernünftige Vorschlag in diesem Video. Stattdessen will sie mit unserer Rente an den Kapitalmarkt und die dort vermehren. Gerettet ist die Rente für meine Generation damit aber noch nicht. Es ist längst nicht klar, ob die Aktienrente in der geplanten Form Erfolg haben wird, wann wir dann tatsächlich einmal in Rente gehen und was dann noch übrig ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine mangelnde Lesekompetenz besitze, aber dem Koalitionsvertrag nach zu urteilen, werden wir wohl mit 67 in Rente gehen. Sollte das nicht noch von irgendeinem durchgedrehten Neoliberalen gecancelt werden? Und im gesamten restlichen Beitrag hier wird sich auf die Pläne der Ampel bezogen. Das
bleibt uns also weiter nichts anderes übrig, als auch selbst vorzusorgen. Erinnert ihr euch an die drei Säulen vom Anfang? Die private Vorsorge, die ist ja eine davon. Und die wird bei diesen unsicheren Aussichten wohl immer bedeutsamer. Weil sich aber nicht jede und jeder immer leisten kann, Geld zurückzulegen, habe ich noch mit Thomas von Finanzfluss gesprochen. Den kennt ihr vielleicht, der macht hier auf YouTube ja viele Videos zum Thema Geld und Sparen. Er sagt, die Frage, die sich stellt, ist eigentlich nicht, habe ich ein großes Budget oder habe ich ein kleines Budget, sondern die Frage... Doch, genau das ist die Frage, die sich stellt. Was sollte man sich denn sonst fragen? Wer mehr Geld zum Anlegen hat, verdient auch mehr Geld und kann dann noch mehr Geld anlegen. Das heißt, Reiche sind hier überproportional im Vorteil. Das ist doch selbstverständlich. ...sondern die Frage, die sich stellt, ist eigentlich eher, bin ich eher ein bisschen... Also kann ich mit Schwankungen am Kapitalmarkt umgehen? Schwankungen, anders ausgedrückt, sind nichts anderes als Risiko. Er findet, junge Menschen haben beim Geldanlegen außerdem zwei große Vorteile. Zunächst ist einmal die Zeit. Die kann man optimieren, indem man so schnell wie möglich anfängt. Also, du hast ja von jungen Menschen gesprochen. Das bedeutet, wenn ich jung bin, habe ich noch sehr lange Anlagezeit. Das heißt, mein Geld kann möglichst lange, so platt gesprochen, für mich arbeiten. Und das Ich bitte Sie, Geld muss da arbeiten, oder? Ist da auch einer von diesen Schwachsinnsprüchen, die wir immer hören? Geld muss arbeiten. Haben Sie schon mal versucht, eine 50-Euro-Schein eine Chip in der Hand zu drücken? Geld kann nicht arbeiten. Arbeiten müssen immer Menschen, um die Zinsen zu erwirtschaften, von denen die Anleger leben. Das Zweite ist das, was ich auf die Seite lege, also meine Sparrate. Daran kann ich auch arbeiten, die kann ich auch optimieren. Genau das ist der Punkt. Die Sparrate sinkt mit dem Einkommen. Je niedriger das Einkommen ist, desto weniger kann man sparen. Ich meine, das ist ja auch logisch. Wer mehr verdient, kann mehr zurücklegen. Die Sparrate ist also nichts, was man einfach so individuell optimieren könnte. Sie ist etwas, was vom Einkommen abhängig ist. Und wenn die Leute mehr privat vorsorgen sollen, dann müssen sie auch mehr verdienen. Thomas von Finanzfluss versucht hier wirklich auf widerwärtigste Art und Weise ein gesellschaftliches Problem zu individualisieren. Ähnlich, wie wir es ja schon im Video von Aktien mit Kopf gesehen haben, wenn auch nicht ganz so arrogant. Interessant ist auch, wie dieses gesamte Video hier, wie dieser gesamte Beitrag hier aufgebaut wurde. Zuerst wurde die gesetzliche Rente schlecht geredet. Dann gesagt, dass wir eine gesetzliche Aktienrente bräuchten, beziehungsweise eine Kapitaldeckung. Und jetzt zum Schluss lud man einen Finanzinfluencer ein, der einem sagte, dass man privat vorsorgen solle. Ganz so, als ob man Werbung sowohl für die Aktienrente als auch für die private Vorsorge machen wollte. Diese ganzen Beiträge von Funk bzw. von öffentlich-rechtlichen Formaten, die journalistisch wirklich auf unterirdischstem Niveau sind, die ich jetzt zur Rente und zur Aktienrente gesehen habe, lassen wirklich keinen anderen Schluss zu, als dass es sich hier um eine geplante Kampagne handelt, um die gesetzliche Rente schlecht zu reden. Wenn die Öffentlich-Rechtlichen gehäuft, wie wir es gerade beobachten können, solche Beiträge bringen, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn die Leute gegen den Staatsfunk demonstrieren oder Lügenpresse rufen. Dann müssen sie sich nicht wundern, wenn der GEZ-Beitrag in der Kritik steht. Dann müssen sie sich nicht wundern, wenn immer weniger Leute bereit sind, das mitzutragen.